Moinsen, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake für die PlayStation 4. Wie ich gerade durch meine bessere Hälfte erfahren habe, weiß ich jetzt, was der Schrittzähler macht. Und wir rüsten den mal lieber aus, denn das wird tatsächlich sich lohnen. Also machen wir das mal eben. Ach, geil, ey. Hätte er mir das mal vorher gesagt. So, was nehmen wir denn mal eben? Dann würde ich sagen, dann nehmen wir den Ausweichrundumschlag, tun den erstmal weg. Fürs Erste und nehmen den Schrittzähler. Ich will euch noch nicht spoilern, was das ist. Für die, die es nicht wissen, so wie ich. Ich hätte es eigentlich wissen dürfen, aber ich wusste es auch nicht mehr. Dann ist es für euch gleich noch spannend. So, wo ist denn jetzt dieser Chocobo? Ist der irgendwo hier rum? Oder es geht doch nochmal irgendwo nach unten. Da kann er doch unten drunter sein, ne? Aber es gibt ja kein unten. Wo ist der denn, der Süße? Der dritte und letzte Chocobo-Standort befindet sich im Abschnitt Sektor 6 Slums eingestürzte Schnellstraße. Wie beim ersten Chocobo müsst ihr kämpfen. Diesmal gegen drei. Will ich nicht spoilern. Der dauert erst ein Weile, bis ihr sie besiegt. Aber wo ist er denn, der Süße? Da ist die. Ah, warte, wir sind doch noch nicht richtig. Wir sind doch nicht richtig. Doch. Die Karte ist halt räudig, Alter. Da ist dieses Ding. Wir sind doch noch nicht richtig. Wir müssen weiter. Wir müssen. Ja, das passt aber auch alles nicht. Hier ist das Teil. Ah, guck mal hier. Wir müssen doch ein weiter. Und zwar hier hin. Da unten in der Ecke ist der. Okay, alles gut. Läuft. Einfach weitergehen. Wir sind doch auf dem richtigen Weg. Laufe ich jetzt noch richtig? Ja. Warte, kannst du sagen, man kann die doch nicht übersehen. Puh, puh, puh. Quie, quie. Siehst du, da ist er. Oh, da ist der kleine Süße. Habe ich schon gespoilert, dass wir kämpfen müssen. Wisst ihr Bescheid? Wir müssen jetzt kämpfen. Oh, so süße Augen. Okay. So, ich habe schon gelesen, dass der Kampf länger dauert. Boah, das ist gar kein Problem, ne? Einfach machen. Es wird einfach. Ah, oh, ich bin bescheuert. Er ist geschockt, Fertigkeiten, Mutangriff. Aber auch nur ganz kurz, Alter. Bisschen die AP immer im Auge behalten, dass das nicht zu krank wird hier. Ende mit Schrecken, ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Ne, haben wir ja nicht. Wir machen mal weiter den Schwertsturm. Da ist die blöde Fliege wieder, ich fass es nicht. Na, er war schockanfällig. Schade. Bisschen doof bin ich. Dim, dim, dim. Wie kurz der Schock nur hielt. Unglaublich. Dim, 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 dim. Mhm, einfach drauf da. Wir sind limitmäßig unterwegs, das ist schon mal gut. Kreuzschlag und Rauch da. Unfassbar. Einen haben wir wenigstens weg. Was? Ist auch noch einer, der tanzt irgendwie. Ich dachte, wir hätten einen weg, aber haben wir doch nicht. Oh, verflucht! Komm schon, ich brauche nochmal ein Limit. Es ist vorbei!
Das sieht er noch nicht so. Wie kurz der Schock nur gilt, ey. Unfassbar. Ah, ich bin wieder doof. Los, 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 los. Mystic. Wir fokussieren uns echt mal auf ein. Verzieh dich! Und jetzt der Limit. Oh, oh. Warte, Limit eben auf den einen. Wo kommt der Neo-Mutant jetzt her? Das war's dann. Okay, den ersten haben wir platt. Nice. Wir bleiben jetzt bei C. Tifa sieht nicht so gut aus. Peter einmal auf Tifa. Barrett ist am Limit. Jetzt hab ich hier das Sagen. Ist das alles? Wer ist denn? Neo-Mutant. Dann machen wir erstmal den Neo-Mutant platt. Okay, der ist weg. Dann bleiben wir jetzt auf C. Fokus bitte auf Nummer C erstmal. Den ballern wir jetzt erstmal weg. Ende mit Schrecken. Einfach mal machen. Das zieht sich tatsächlich ein bisschen hin, ne? Dim, dim, dim. Da, da, da. Einfach drauf lümmeln. Ah, komm schon. Oh, oh, Klaus wieder dumm. Mein Körper. Laut, lass ihn nicht von denen. Einmal noch, dann haben wir es noch. Fast. Jetzt gebe ich alles. Oh, ich hatte hier. Hatte ich gerade Limit? Nee. Doch. Aber Limit wäre, glaube ich, ein bisschen verschwendet. Guck, wie der sich heilt, die Sau. Komm rauf da. Scheiß drauf, wir kriegen jetzt ein Limit rein. Letzten Worte. Ich will ihn weglimiten, das war es mir einfach wert. So, einen haben wir noch. Oh. Der letzte. B. Hast du gehört, wenn Cloud und Barrett beide zu dir sagen, du sollst dich verziehen, Alter, dann verziehst du dich mal besser, ja? Das ist nun mal so. Ja, komm schon. Ja. Bleibe dabei, dass er sich verziehen soll. Nimm das. Ich hab hier so einen komischen Mutant gerufen, aber ist mir egal. Erstmal den wegballern. Diesen komischen Neo-Mutant. Ah, da habe ich vorhin voll mein Limit weggeballert für nichts. Ja, so kann's weitergehen. Für nichts. So, armer Chocobo. Jetzt ist aber soweit. Komm her. Ja, hier, guck mal. Wird doch alles gut. Ja. Jetzt geht das ihm gut. Sams von Sektor 6, immer grün Park, Walmart, Erschließungsgebiet, eingestürzte Schnellstraße, nur Einstieg. Okay, dann. So, das waren alle, oder? Yep. Denke schon. Fragen wir Sam. Zu Sam zurückkehren? Ja, komm, machen wir mal. Dann können wir nämlich von da aus auch gleich mal das erste Mal schnell reisen. Cloud hat alle Chocobo gefunden. Geht zu Sam, um ihm davon einen Bericht zu erstatten. Das machen wir. Aber wir sollten vielleicht doch nicht schnell reisen, weil wir diese Materie eben aufleveln müssen. Mit den Schritten ist vielleicht doch wichtig. Hätte ich die mal gleich ausgerüstet. Ich hätte es mal gleich machen sollen. Ich hätte darauf vertrauen sollen, dass das schon cool sein wird. So, Sam. Lass mich mit dir sprechen. Da bist du ja, Champion.
Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Ein Freifahrtschein. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen. Aha. Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Nice. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Da stimme ich ihm zu. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Ja, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass sie so tolle Augen haben. Na, ihr Süßen? So, okay. Dann hätten wir das. Dann ist es nun an der Zeit, in die Arena zu gehen. Willst du wirklich nochmal zu Corneo? Mein Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Hier gibt's ein Quest. Kein Kommentar. Ich will nicht drüber reden. So, was ist hier los? Oh, Tifa! Betty, ein Glück, dir geht es gut. Ja, wo ist denn Marlene? Ist sie okay? Klar, der geht es blendend. Da bin ich aber beruhigt. Sagt mal, könnt ihr mir helfen? Ich bin auf der Suche nach Schallplatten für die Jukebox. Mit ein bisschen Musik könnten wir den Leuten wieder Mut machen. Was für eine tolle Idee, Betty. Alles klar. Wenn wir Platten finden, bringen wir sie dir. Und dann drehst du ordentlich auf, okay? Wirklich? Vielen Dank. Okay, wir müssen alle Platten finden. Die Kraft der Musik. Hallo? So viele junge Menschen. Okay. Ist gut. Hier gibt's irgendwo noch welche, die wir noch nicht haben, oder? Da hat doch gerade noch... Ja, da ist noch ein Fragezeichen. Sieh nur die Menge da drüben. Glaubst du, das sind Überlebende aus Sektor 7? Das muss ja eigentlich hier drinne sein, ja. Er muss es sein. Hallo? Willkommen. Eine Pause gefällig? Nein. Ich hätte gerne einfach nur diese Schallplatte von dir, weißt du? Vielleicht müssen wir doch über... Oh, oder er ist das. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Hm? Willst auch entspannen? Good night until tomorrow. Gut, jetzt können wir nämlich, glaube ich, an der Jukebox gucken, was noch fehlt. Mal sehen, wie viel das noch ist. Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren da schon ganz gut dabei eigentlich. By the way, sind wir jetzt am Wallmarkt bei Tag. Sind das alle? Mit Musik können wir die Leute aufheitern. Das ist korrekt. Okay, so. Was ist das? Der kleine Wildfang. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das. Oder will er schon? Übrigens, hab ich schon erzählt, wir sind im Walmart bei Tag. Wir sehen das Ganze jetzt bei Tag. Das ist total verstörend. Jetzt müssen wir noch den Weg finden. Ging das denn lang? Genau, andere Richtung und dann seitlich in dieses eine Ding rein. I remember. Ja, hier sieht's aktuell nicht mehr nach Party aus, muss man sagen. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Nicht wahr, oder? Düdeldüdeldü. Hier müssen wir rein, ne? Angeblich ist Corneo verschwunden. Ja. Hier ist auch keiner mehr, ey. Oh, Musik. Er scheint noch welche zu haben. Moin. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Gegenstände. Fight on.
Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Okay, das haben wir auch schon. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Arena. Ein paar Shinra-Leute verprügeln. Das kann nur Spaß machen. So, einmal hinabfahren. Er ist auch noch da. Wenigstens er bleibt uns erhalten. Na, Mr. Cowboy Hut, wie geht's dir? Oh, Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Das ist der Plan. Sondermatch. Kein Problem. Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Ich habe leider Aeris heute nicht mehr dabei. Sorry. Aber dafür habe ich andere Leute dabei. Das wird schon. Ich glaube, Barrett und Tifa werden eine genauso gute Show abziehen können. Okay, what the fuck? Was machst du denn hier? Wo hat sich Kiri versteckt? Diese verlogene Diebin! Das muss ein Handlanger von Shinra sein. Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprogramm. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung offen. Ist das so? Na dann mal los. Dieses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Was ist das denn für ein Ding mit Spikes auf dem Rücken? Der Kampf beginnt jetzt! Der kann sich nicht mal eben so auf den Rücken legen. Was? Oh, holy shit. Du Drecksack, was? Du Drecksack. Ich war fit aus. Müssen gleich mal den Höllenhund analysieren. Jetzt ist es soweit, so. Fertigkeiten Analyse. So, eine künstliche Lebensform, die bei einem widernatürlichen Experiment entstanden ist. Seine zwei Köpfe und sein Körper, der bei Erregung in Flammen aufgeht, wirken furchteinflößend. Wenn er seine Beute erwischt, lässt er nicht einmal Knochen zurück. Mit eiselementaren Magie lassen sich ihren roten mit Heilmagie ihren dunklen Flammen löschen. Wirksam ist Eis. Er absorbiert Feuer. Ja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Was habe ich denn für Magie? Ich habe, glaube ich, kein Eis, ne? Nein, natürlich nur Blitz. Könnte man trotzdem mal draufhauen und gucken, was passiert, aber wahrscheinlich wird es nicht viel bringen. Oh oh. Nein. Schnell, er ist noch schockanfällig. Jetzt. Oh, schade. Schockanfälligkeit verkackt. Hätte ich mal nicht den Zauber gewirkt, hätte ich ihn schön schocken können. Mit meinem Impuls sieht, aber. Ich hab genug. Ich hab auch genug, komm, auf geht's. Jetzt wird abgerechnet. Das ist echt ein stabiles Ding gewesen, ey. Das ist unser Champion, wie wir ihn kennen und lieben. Vor ihm wird selbst die wildeste Bestie zu einem schnurrenden Kätzchen. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar. So sieht das aus, würde ich mal sagen. Ha, bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ach, Barrett, Alter. Mal sehen, ob wir wieder irgendwelche Fan-Pakete bekommen. Abgefahren, ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Zu Kiri zurückkehren. Das war's schon. Aha, und warte mal eben. Ist gut. So, meine Lieben. Ihr hört den Haaren krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.